Anna Heisers, 32, Jahr endete 2022 mit einem unschönen Erlebnis. Eigentlich hätte das vergangene Jahr für die einstige Bauersuchtfrau-Teilnehmerin und ihrem Mann Gerald wohl kaum besser laufen können. Ende November sind sie erneut Eltern geworden, ihre Tochter Alina Marika hat das Licht der Welt erblickt. Nach dem ersten Weihnachtsfest stand nun das erste Silvester zu viert an. Doch das verlief anders als geplant. In einem Instagram-Post verriet die 32-Jährige, unsere Pläne wurden gestern ein bisschen durcheinander gebracht. Wir haben nämlich den halben Tag im Krankenhaus verbracht, da ich eine komische allergische Reaktion habe. Mit weiteren Details hielt sie sich zurück. Auch ob es ihr inzwischen wieder besser geht, behielt sie erstmal für sich. Dennoch dürfte Anna weitestgehend mit positiven Emotionen auf das vergangene Jahr zurückblicken. Erst vor wenigen Wochen hatte sie in den höchsten Tönen von ihrem erneuten Babyglück geschwärmt. Die stärkste Liebe empfinde ich jedoch, seit ich selber Mama bin. Früher dachte ich, dass man die Liebe unter den eigenen Kindern teilen muss. Heute weiß ich, dass sie sich mit jedem weiteren Kind vervielfältigt, betonte die Namibia-Auswanderin.